Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit FX Flat und AlgoCamp. Das ist heute der Start der Webinarreihe Die Algo-Schule mit unserem Partner AlgoCamp. Und ja, wir freuen uns darauf, dass wir jetzt wieder eine Webinarreihe mit unserem Partner hier veranstalten können. Vorab aber noch ein paar Infos. Zunächst einmal, wenn Sie den Newsletter heute nicht erhalten haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie hier an der Umfrage teilnehmen. Den Link dazu werde ich auch in den Chat kopieren. Können Sie dann nach dem Webinar dann, wenn Sie möchten, mitmachen. Geht auch relativ schnell und ist anonym. Also da werden keine Daten von Ihnen verlangt. Und ansonsten, wer jetzt zum ersten Mal dabei ist, jetzt im Webinar mit unserem Partner AlgoCamp, der findet hier unter Trading Partner, dann etwas hier unter AlgoCamp, findet er dann weitere Informationen und auch die vergangene Webinarreihe Automatische Handelssysteme verstehen und profitabel nutzen. Da finden Sie auch die Videos dazu, wenn Sie hier ein bisschen weiter runter scrollen. Und Sie werden auch die Videos zu der Webinarreihe auch hier finden. Ja, das kopiere ich auch für Sie in den Chat. Ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich würde sagen, ich begrüße an der Stelle auch sehr herzlich den Herrn Lücke von AlgoCamp und übergebe auch den Bildschirm. So, Herr Lücke, wenn Sie soweit sind, dann gerne übernehmen. Wunderbar, klappt. Nur hören kann ich Sie noch nicht. Jetzt aber, oder? Jetzt aber, genau. Prima. Jetzt aber, okay, super. Also ja, vielen Dank für die Einleitung und recht herzlich willkommen an alle Trader und Zuhörer. Heute, wie schon angekündigt, gibt es den Anfang einer neuen Webinarreihe, Algo-Schule, und die soll dazu ein bisschen dienen, die Leute zum Programmieren für Handelssysteme, für den Metatrader zu bewegen, weil es ja doch viele Vorteile mit sich bringt. Und genau, dafür ist halt diese dreiteilige Webinarreihe da. Erstmal ein bisschen was zu meiner Person. Mein Name ist Manuel Lücke, ich bin der CIO bei AlgoCamp und ich habe halt schon in jungen Jahren gemerkt, dass ich so eine Passion für Informatik habe. Habe recht früh angefangen mit der Programmierung, schon während der Schule, und habe nach der Schule dann halt ein Studium der angewandten Informatik gemacht und habe da auch einen Bachelor. Und nachdem ich fertig war, ja, bin ich halt bei ein paar Agenturen für Webprogrammierung erst gelandet, habe aber dann relativ zeitig gemerkt, dass das nicht so meine Branche ist, und habe dann halt umgeschwenkt in die Finanzbranche und habe dementsprechend dann 5 Jahre lang bei einer Vermögensverwaltung gearbeitet als Entwickler. Da wurde ich dann halt darauf spezialisiert, Handelssysteme zu entwickeln in Java. Aber habe da auch so ein bisschen über den Tellerrand geblickt und dann halt auch auf anderen Plattformen Handelssysteme entwickelt, wie für den MetaTrader 4 unter anderem oder NinjaTrader habe ich auch sehr viele Aufträge gehabt. Und ja, letztendlich bin ich dann zum AlgoCamp gekommen und genau, da knüpft das jetzt halt alles so ein bisschen an, dass wir halt vorhaben, den automatisierten Handel in Deutschland zu verbreiten. Und um dann auf heute zurückzukommen, hier zeige ich mal kurz die Agenda von heute. Werde ich gleich nochmal sagen, was unser Vorhaben ist von AlgoCamp. Und dann geht es auch schon los mit der Programmierung an sich, theoretisch, was man alles so automatisieren kann an der Börse, was es einem für Arbeiten abnehmen wird. Und das ist erstmal so ein bisschen theoretisch. Danach kommt dann halt wirklich die Praxis, da werde ich zeigen, wie man sein erstes Programmierprojekt eröffnet und was man dafür braucht, und zwar den Meta-Editor.
wie man damit so ein bisschen umgeht. Und zum Schluss, kleinen Moment, ups, zum Schluss zeige ich dann halt auch so die ersten Programmierschritte, die man machen kann. Also wir werden heute nicht das erste Handelssystem entwickeln und auch nicht den ersten Indikator. Aber da wir halt eine dreiteilige Webinarreihe haben, werde ich so ein bisschen den Vorreiter heute geben und so ein Grundverständnis zeigen, was man dann halt für die nächsten Teile braucht, wo es dann halt noch ein bisschen praktischer wird. Also wo wir dann halt wirklich zeigen, wie man Orders abschickt und wie man auch Indikatoren entwickeln kann. Genau, dann kommen wir zu der Mission von AlgoCamp. AlgoCamp ist ja, ein kleines Unternehmen aus Berlin und wir haben halt die Mission, das automatisierte Trading so ein bisschen zu verbreiten in Deutschland. Trading an sich ist ja halt ein sehr komplexes Thema. Die Leute brauchen halt meistens sehr viele Jahre, um das zu erlernen oder brauchen halt viel Geld, um eine Ausbildung zu machen, um das Trading dann halt selber zu können. Und wenn man traden kann an sich, dann ist es ja schon mal eine sehr gute Sache, wenn man mit x Euro mehr pro Monat dann nach Hause gehen kann. Aber wenn man dann irgendwie 18, 12 oder 14 Stunden am Tag vorm Rechner sitzt, weil man die ganze Zeit auf Charts guckt und auf Ereignisse wartet und so weiter, dann ist das natürlich nur noch halb so schön. Deswegen gibt es die automatisierten Handelssysteme und dafür muss man dann halt auf jeden Fall mit Programmierung in den Kontakt treten. Ne? Und die Programmierung ist an sich halt auch sehr komplex. Also das gibt nicht umsonst Ausbildung dafür oder Studien dafür. Und dementsprechend muss man sich sehr, sehr lange auch damit beschäftigen. Und wenn man jetzt daher geht und sagt, man will ja zuerst das Trading lernen und dann will man auch noch Programmieren lernen, dann ist es natürlich so zeitfressend, gerade wenn man dann halt noch einen Vollzeitjob hat, dass man sich das zeitlich gar nicht erlauben kann. Ja. Von daher hat man dann halt zwei Möglichkeiten. Also entweder man sucht sich halt irgendwie einen Programmierdienst aus, sowas wie AlgoCamp, der dann halt ein Handelssystem anfertigt. Oder man muss dann halt doch in den sauren Apfel beißen und einfach mal ordentlich Zeit dafür investieren, um das alles zu erlernen. Und dafür ist dann halt die Webinarreihe da. Also das ist jetzt wirklich so die Einstiegshürde, die wir geben wollen. Man kann sich das ganze Wissen trocken erarbeiten, indem man sich halt irgendwas durchliest oder indem man sich Videos anguckt. Ja. Aber das ist mit dem Programmieren eigentlich genau wie Klavierspielen. Vom Lesen oder vom Videos gucken lernt man das nicht. Das muss man wirklich praktisch machen. Und das wollen wir jetzt hier mal so ein bisschen zeigen. Genau. Und dann kommen wir dazu, welche Handlungen alle automatisiert werden können an MetaTrader. Und da gibt es halt unterschiedliche Schublade. So, die Königsdisziplin ist da halt das vollautomatische Handelssystem, der Expert Advisor auch genannt. Das ist ja halt so gedacht, dass der Benutzer quasi gar nicht eingreifen soll oder gar nicht zur Handlung kommt, sondern wirklich nur noch überprüfend arbeiten muss, eventuell mal überprüft, ob das System so agiert hat, wie er das nach seinen Regeln definiert hat. Und das System macht halt wirklich alles. Also es gibt Orders, es überprüft, es soll halt Signale generieren und, und. Und der nächste Punkt wäre dann halt so die Indikatoren. Die gehen natürlich dann so ein bisschen in einer Hand mit den Handelssystemen, weil die Handelssysteme brauchen ja natürlich irgendwas, womit sie die Signale generieren können. Und dafür sind die Indikatoren da. Mit dem MetaTrader, also mit dem Editor, der im MetaTrader gleichermaßen existent ist, der erlaubt es halt auch, Indikatoren zu programmieren. Man kann halt eigene Indikatoren programmieren oder halt Indikatoren verwenden, die schon von Grund auf da sind, um halt seine Handelsregeln zu programmieren und dementsprechend dann ein Handelssystem auf die Beine zu stellen. Und ja, so ein Indikator ist ja quasi nur eine Auswertung von Daten, sage ich mal. Also wenn man einen Indikator sieht, dann ist es ja eher so eine Zusammenfassung des Marktes, grafisch dargestellt, damit man jetzt halt
die ganze Zeit rechnen muss, ob jetzt irgendwie oder wie jetzt der durchschnittliche Close der letzten 100 Candles ist oder irgendwie sowas. In einem Handelssystem ist es jedoch ein bisschen anders. Da hat man ja halt keine Grafik. So der Computer braucht halt keine Grafik, sondern der muss ja eigentlich nur die Werte verarbeiten. Der muss halt wissen, was ist jetzt Phase und wie soll ich handeln. Und der letzte Punkt von den Sachen, die halt so automatisiert werden können, das sind halt so einmalige Aktivitäten, die kann man in einem Skript verpacken. Das ist halt so für, ja, ich sag mal, halbautomatisches Trading. Also um sich einfach ein paar Abläufe zu vereinfachen, kann man halt Skripte programmieren. Und da wäre dann halt typisch, wie schließe mal alle Positionen, die ich offen habe, wenn man jetzt halt viel tradet, also mit vielen Positionen tradet. Oder wenn man halt ein Skript hat, was halt einen Einstieg, also einfach einen Entry in den Markt gibt und einen Stop-Loss und einen TP mit einer ordentlichen Range setzt, also schon mal setzt, aber so, dass man das halt nur noch grafisch nachziehen muss in dem Chart. Also man kennt es ja, dass der TP und der SL visualisiert sind und man das halt so nachziehen kann und dementsprechend müsste man das dann halt vorher nicht einfach eingeben, so mit der Zahl nachrechnen, sondern manche erkennen das ja dann halt am Chart, wo sie ihren Stop-Loss beispielsweise setzen wollen. Genau. Und dann fängt das halt auch schon so ein bisschen die Praxis an. Und zwar geht es um den Meta-Editor. Der Meta-Editor ist ein Editor bzw. eine Entwicklungsumgebung, die im MetaTrader integriert ist. Das heißt, das ist nichts, was man irgendwie nachinstallieren muss. Das ist überall schon mit dabei. Und das ist halt so der Punkt, wo die Magie losgeht, sage ich mal. Also da, wo das Programmieren losgeht. Und ich würde dann jetzt einfach mal live zeigen, wie das halt so aussieht, wo man ihn findet, was man damit machen kann. Und gehe jetzt einfach mal in meine virtuelle Maschine. Kurze Frage, kann man das so sehen? Also sieht man das jetzt? Ja. Kannst du mir vielleicht mal kurz Feedback geben? Alles klar, super. MetaTrader ist sichtbar. MetaTrader ist sichtbar, alles klar. Okay, und zwar hat man dann oben links in der Leiste Extras und da sieht man dann halt als vierten Punkt den MetaQuotes Language Editor, so heißt er hier, steht hier zur Auswahl bereit, muss man einfach aufklicken und dann öffnet er sich auch schon. Genau, und das ist dann so die Ansicht, die man initial bekommt. Wenn man jetzt ein neues Projekt anlegen will, dann macht man das über Datei und Neu, wie es ja oft der Fall ist, und dort bekommt man dann halt ein Menü, wo man direkt auswählen kann, was man für ein Projekt halt erstellen möchte. Und das hatte ich ja gerade eben schon mal angeschnitten. Der Expert Advisor ist jetzt halt ein klassisches Handelssystem, also ein EA. Dann gibt es halt Indikatoren, hatte ich ja auch benannt, Skripte. Und dann gibt es halt auch noch andere Sachen wie Bibliotheken und Includes, das ist um Funktionalität bereitzustellen, aber es interessiert uns jetzt eher ein bisschen weniger, sage ich mal. Dann gehen wir hier rein, also gehen auf weiter und da müssen wir erstmal unseren EA benennen. Denken wir uns irgendeinen Namen aus. Test EA. Und dann kann man noch so ein paar Eigenschaften angeben. Wer ist der Autor des Programms, wo ist die Webseite? Und dann kommen wir schon zum ersten Parameter bzw. Variablen. Das ist etwas, was man definieren kann, wo man Werte drin speichern kann. Da lege ich jetzt testweise mal eine an und erkläre dann gleich mal noch, was das ist. Und zwar eine Variable mit dem Namen MinAccountBalance, also ein Wert, den man halt mindestens auf seinem Depot haben sollte. Und definiere ich jetzt einfach mal mit 1000. Genau, dazu kommt gleich noch mehr. Dann in dem nächsten Menü sehen wir halt eine Auswahl von Event-Händler-Funktionen. Das sind, also Funktionen sind halt so Programmabläufe,
die halt nach bestimmten Events aufgerufen werden sollen. Und hier kann man halt bestimmen, nach welchen Events das aufgerufen werden soll. Da gibt es halt zur Auswahl die On-Timer-Event-Funktion. Die tritt halt immer auf, wenn, also die tritt halt immer zeitgesteuert auf, beispielsweise jede Stunde, weiß ich. Und dann gibt es halt noch eine On-Chart-Event-Funktion. Die wird halt immer von dem MetaTrader aufgerufen, wenn etwas im Chart passiert, also beispielsweise die Maus hat sich bewegt oder irgendwie ein Objekt, ein Pfeil wurde darauf gezeichnet oder sowas in der Art. Aber das interessiert uns jetzt auch erstmal nicht, deswegen klicken wir auf Weiter. Und hier gibt es noch eine zweite Auswahl für Testfunktionen, die ja, sind halt auch für die visuellen Backtests da, aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das braucht man für den Anfang erstmal nicht. Genau, und hier haben wir jetzt unseren ersten EA. Da muss man aufpassen, dass man halt am Anfang gar nicht so erschlagen wird und einfach am Ball bleibt. Das sieht erstmal nach viel Zeichen aus, nach viel Kauderwelsch, aber im Endeffekt ist es eigentlich nicht so viel, beziehungsweise man muss nur ein bisschen Übersicht dafür gewinnen. Hier oben sieht man halt einen Blog. Das sind Kommentare, also das ist jetzt nichts, was das Programm irgendwie beeinflusst. Und Kommentare stehen halt immer nach so einem doppelten Slash-Zeichen. Das ist einfach nur für den Programmierer so eine Randnotiz, sage ich mal, damit er halt irgendwie eine Orientierung im Programm hat. Aber das kann man auch weglassen. Dann haben wir oben in einen Block, das waren die Parameter, die wir gerade bei dem Projekt, als wir das erstellt haben, angegeben haben. Und zwar, wer ist hier der Autor von dem Programm und wo ist die Webseite von dem Autor und wo ist die Version. Das sind auch Sachen, die man erstmal vernachlässigen kann. Und dann haben wir hier das erste Wichtige, wo man auf jeden Fall aufpassen sollte jetzt an der Stelle. Das ist eine Variable. Das hatte ich ja gerade auch angelegt. Und die Variable hat halt den Namen Min Account Balance, also Min ACC Balance, und hat den Wert von 1000. So. Davor, vor der Variable, sieht man einen Datentyp, das nennt man so. Und da gibt es halt unterschiedliche Datentypen. Jede Variable hat einen bestimmten Datentyp. Und der Datentyp sagt eigentlich nur aus, was die Variable für einen Wertebereich hat. Also möchte man jetzt eine Zeichenkette als Variable speichern, dann gibt es halt den Wertstring. Und dem Wert kann man eine Zeichenkette zufügen. So, das könnte man jetzt zum Beispiel benutzen, um irgendwie einen Kommentar oder irgendwie, ja, zum Beispiel einen Order-Kommentar, so könnte man das auch benennen, für spätere Orders dann halt zuzufügen. Und dann gibt es halt noch einen weiteren Datentyp. Es gibt erstmal so drei, die einen interessieren sollten. Das ist halt der Double. Und der Double ist dafür da, dass man halt Zeichen hat, also Zahlen hat, die Nachkommastellen haben. Also hier könnte man zum Beispiel Double Profit gleich 10,10 nehmen. So. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Es gibt hier Variablen und jede Variable hat einen Datentyp. Das ist entweder int, string oder double. Und int ist halt für ganze Zahlen, wie 1000. String ist für Zeichenketten. Und der Wert double ist halt für Variablen, die man speichern will, mit, die halt irgendwie einen Komma in der Zahl haben. So. Dann sieht man anhand der Variable jetzt hier auch Input. Das bedeutet so viel, wie dass der User halt einen Input machen soll. Also wenn er den EA anlegt, das kann ich auch mal kurz zeigen. Ich drücke mal kurz auf Kompilieren und zeige das mal im MetaTrader. Unter Experten haben wir jetzt hier schon den EA. Und wenn wir den jetzt anwenden wollen, beziehungsweise zum Laufen bringen wollen, auf diesem Chart,
Dann gehen wir per Rechtsklick und Chart, also auf Chart anwenden. Und man hat dann halt die Variable min-ACC Balance, weil dieses Input quasi davor steht. Also es fordert den User auf, dass er dort eine Eingabe machen soll. Um halt mal noch ein weiteres Beispiel zu bringen, kann ich das hier nochmal kurz zeigen an den String Order Comment Variable. Wenn ich da das Input vorschreibe und dann den EA auf dem Chart anwenden möchte, dann taucht das Feld quasi auch hier auf und der User kann halt einen bestimmten Wert definieren, einfach der dann für das Programm später gebraucht wird. Prinzipiell nochmal kurz zum Ablauf, das bin ich gerade irgendwie ein bisschen übersprungen. Sobald das Programm quasi geändert wurde und man es halt irgendwie auf den Charts anwenden möchte, beziehungsweise das Programm starten will, dann ist halt der Ablauf, dass man oben auf Kompilieren klickt und dann wird das Programm umgeändert von dem lesbaren Code in Maschinencode, so viel zum Hintergrund. Und das braucht halt diesen Status, damit es verarbeitet werden kann, einfach von dem MetaTrader. Und sobald es dann halt in dem Maschinencode kompiliert wurde, ist es dann unter der Navigationsansicht hier im Pfad Experten quasi zu finden. Die ganzen Pfade hier, die kann man auch direkt im Dateisystem sehen. Und zwar muss man dazu nur unter Datei gehen und den Dateiordner öffnen. Dann kommt man hier in dieses Verzeichnis von dem MetaTrader Terminal sozusagen, wo sich die ganzen Programme befinden. Da muss man dann noch navigieren zu dem Unterordner MQL4 und dort sieht man dann wieder diese typische Auflistung, die ich halt vorhin schon angeschnitten hatte. Hier hat man halt die ganzen Expert Advisors drinne. Unter Indikatoren hat man dann zum Beispiel die Indikatoren und unter Scripts dann halt die Skripte dementsprechend. Es gibt ja auch noch viel mehr Ordner, die sind jetzt aber erstmal irrelevant, sage ich mal. Um es nochmal kurz zu zeigen, im Unterordner Experts sieht man jetzt hier die beiden Dateien, also von unserem Projekt. Das eine war das, was wir angelegt hatten, der testEA.mq4. MQ4 heißt halt, das ist jetzt das, was der Programmierer programmiert, also das, was noch lesbar ist für den Menschen. Und sobald es dann kompiliert wurde, entsteht halt so eine Ablegerdatei mit der Endung EX4. Hat quasi den gleichen Namen, nur die Endung ist anders. Und das ist so die ausführbare Datei. Also wenn das halt vom MetaTrader ausgeführt werden soll, dann braucht ihr die kompilierte Datei. Ansonsten kann der Computer nichts damit anfangen. Genau. Dann gehen wir wieder zurück in den MetaTrader Editor. Und dann würde ich halt einfach mal mit dem allgemeinen Ablauf so ein bisschen weitermachen. Und zwar hat man ja hier schon einen großen Teil, der automatisch generiert wurde. Also alles wurde ja bis jetzt generiert, bis auf die drei Zeilen hier. Aber es gibt hier halt drei Funktionen, die sehr wichtig sind, die automatisch auch schon vorhanden sind. Das ist halt einmal die OnInit-Funktion, dann die OnDeInit-Funktion und dann die OnTake-Funktion. Die ersten beiden Funktionen sind relativ ähnlich. Die OnInit-Funktion ist quasi ein Programmablauf, der einfach aufgerufen wird, sobald der EA initialisiert wird. Also sobald irgendwie dieser EA auf den Chart angewendet wird, dann wird auf jeden Fall die OnInit-Funktion aufgerufen und da kann man dann halt ja vielleicht bestimmte Sachen überprüfen. Also wenn man dort irgendwie gucken will, ob der Ja, sagen wir mal, ob das Depot halt groß genug ist für die Funktion, für den EA meine ich, ist das hier ein sehr guter Ort, um das zu überprüfen. Und ich würde einfach mal eine Ausgabe erzeugen, euch das mal zeigen, wann das aufgerufen wird. Herr Lücke?
Ja, bitte. Könnten Sie ja mal kurz in den Hallo? Chat, ja, hören Sie mich? Ich höre Sie, ja. Könnten Sie einmal kurz in den Chat mal reinschauen, bitte? Das wäre super. Yep. Kleinen Moment. Ja. Ach so, ja, alles klar. Okay. Würde ich dann mal nächstes Mal machen. okay. Jetzt habe ich hier gerade eine Zeile hinzugefügt, die einfach nur eine Ausgabe macht. Also dieses printf ist halt eine Funktion. Und die Funktion schreibt quasi für den Benutzer das, was hier zwischen den Anführungszeichen steht. Also es ist wieder eine Zeichenkette. Ich kompiliere das Ganze wieder, weil es halt eine Änderung ist. Und würde das jetzt mal auf den Chart anwenden. Genau. Jetzt ist der EA auf den Chart angewandt. Und hier unten in der Terminal-Ansicht hat man quasi einen Reiter, der heißt Experten. Da werden die ganzen Ausgaben, also Warnings oder Fehlermeldungen zu diesem Expert Advisor angezeigt. Und wie ich gerade schon mal gesagt hatte, diese On-Init-Funktion, die wird halt dann aufgerufen, wenn man die Initialisierung des EAs vornimmt. Und hier sieht man jetzt halt die Ausgabe. Also hier steht, das ist meine On-Init-Funktion, quasi das, was ich hier gerade reingeschrieben hatte. Und genau, dementsprechend wird das da aufgerufen. Und jetzt würde ich nochmal kurz die OnDelete-Funktion zeigen. Die Funktion wird halt dann aufgerufen, wenn man den Expert Advisor löscht von dem Chart. Und das kann man dann halt zum Beispiel benutzen, wenn man irgendwie auf dem Chart Zeichnungen hat, irgendwelche Objekte hinzufügt. Und in der OnDelete-Funktion würde man dann quasi die Objekte einfach löschen, sodass der Chart dann halt wieder clean ist. Also schreibe ich jetzt hier. Das ist meine Funktion. Dann kompiliere ich das Programm wieder, weil ich eine Änderung gemacht habe. Genau. So, dann muss ich den EA wieder anwenden auf den Chart. Oh, ich muss erstmal den alten löschen. Kleinen Moment. Den alten ist erstmal gelöscht vom Chart und würde jetzt den neuen darauf anwenden. Okay, man sieht jetzt wieder, das ist meine On-Init-Funktion. Das hier ist eine Ausgabe einfach von dem Terminal. Und wenn ich jetzt quasi den Expert Advisor lösche, dann müsste die OnDelete-Funktion aufgerufen werden. Und man sieht auch hier, dass es aufgerufen wurde. So. Dann würde ich jetzt mal den nächsten Schritt einleiten, den ich gerade schon angesprochen hatte, und zwar in der OnInit-Funktion, damit man auch ein bisschen Praxisbezug hat. Das wäre halt eine sehr gute Stelle, um zu überprüfen, ob man dann auch genug Geld auf dem Depot hat, um zu handeln oder nicht. Wenn das halt nicht der Fall ist, dann soll halt ja, der Expert Advisor halt gar nicht darauf angewandt werden. Und das würde ich jetzt einfach mal kurz zeigen. Hier gibt es auch wieder eine Neuerung, die ich gleich mal erklären würde. So. Also,
Jetzt habe ich hier gerade vier Zeilen hinzugefügt und will das mal ganz kurz erklären. Ich habe jetzt hier geschrieben, if dann Account Balance größer gleich min Account Balance. Das ist eine Kontrollstruktur, so nennt man das. Und zwar ist das einfach eine Fallunterscheidung. Also man hat jetzt hier einfach den Fall, dass man fragt, ist die Account Balance größer als die Min Account Balance? Und die Min Account Balance, das ist ja das, was der User vorhin bestimmt hat. Also wenn ihr euch erinnert, als ich den EA an den Chart angewandt habe, da gibt es ja diese zwei Parameter, die jetzt abgefragt werden jedes Mal. Die eine davon ist Min Account Balance mit 1000 und die wird jetzt hier einfach überprüft. Account Balance an sich ist eine Funktion, die wird von dem MetaTrader an sich schon bereitgestellt, die muss nicht neu programmiert werden und die gibt einfach nur zurück, wie viel Geld jetzt auf dem Account vorhanden ist. Ich kann das dann nochmal kurz per Ausgabe zeigen, wie die Funktion funktioniert sozusagen. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach eine Ausgabe bekommen, wenn wir den EA auf den Chart anwenden, die uns sagt, wie viel Geld wir da drauf haben. Der Rest ist jetzt mal auskommentiert und nicht gültig. Hier ist gerade ein Fehler. Printf. Genau, hier unten ist auch nochmal gerade ein guter Fall. Wenn ihr Fehler beim Programmieren macht, dann schaut einfach, nachdem ihr auf Kompilieren geklickt habt, hier unten rein. Dort werdet ihr dann halt immer darauf hingewiesen, was jetzt so falsch ist. Weil wenn ihr irgendwie einen Schreibfehler gemacht habt, irgendwie einen syntaktischen Fehler drin habt in dem Code, dann wird er es nicht kompilieren und dann könnt ihr es auch nicht auf den Chart anwenden, weil es eben fehlerhaft ist. So, jetzt war das gerade der Fall und er sagt mir hier in Zeile 22, die Funktion print ist nicht definiert. Und der Fehler war, dass hier halt einfach ein F gefehlt hat. Also es sind halt so ja, kleine Schreibfehler, die ab und zu mal auftauchen. Aber jetzt kann man das Ganze kompilieren. Oh, hier ist immer noch anscheinend ein Fehler gerade. Zeile 30. Was habe ich hier falsch gemacht? Kleinen Moment. Achso, der Rückgabe wäre es, na klar. So. Das lasse ich jetzt einfach mal kurz unkommentiert, weil sonst wird es ein bisschen zu viel. Ich will jetzt einfach nur mal zeigen, dass die Ausgabe von dem Wert, den man auf dem Depot hat, quasi funktioniert. Wenn man es jetzt auf den Chart anwendet, dann sieht man jetzt hier die 10.000, die jetzt quasi auf dem Account hinterlegt sind, werden ausgegeben in der OnInit-Methode. Genau. Und der zweite Schritt war ja jetzt eben zu sagen, man macht jetzt einfach eine Überprüfung, wo man fragt, hat man mehr Geld auf dem Account, als wie vom User definiert sind, was ja die 1.000 sind, beziehungsweise so viel, wie man es halt eintippt, wenn man den EA auf den Chart anwendet. Wenn das der Fall ist, dann soll er halt ganz normal agieren, beziehungsweise an das System halt zurückgeben, also return ein init succeeded, das heißt so viel wie die onInit-Funktion, die ist erfolgreich abgelaufen. Oder wenn das halt nicht der Fall ist, else, das kommt halt nach dem Fallunterscheidungsblock, dann soll er halt zurückgeben, dass die OnInit-Methode gefailt hat, also dass es einfach nicht erfolgreich war und er es halt ja nicht weiter verarbeiten soll. Jetzt habe ich die Änderung und würde das wieder kompilieren. Genau. Dementsprechend den alten Experten ändern und den neuen auf den Chart anwenden. Und ich sage jetzt einfach mal, dass ich eine Min-Account-Balance von 11.000 haben will, weil ich einfach beispielsweise eine Strategie habe, die halt ein sehr risikofreudiges Money-Management fährt
und ich halt mindestens 11.000 Euro drauf haben möchte. Sonst soll er halt nicht starten. Dann klicke ich auf OK. Und man sieht hier halt die Ausgabe. Man hat 10.000 drauf und die Initialisierung ist halt gefailt. So. Wenn ich jetzt den EA anwenden möchte und sage, ich brauche mindestens 1.000, was jetzt die Voreinstellung ist, dann sieht man, dass die Initialisierung halt erfolgreich stattgefunden hat. Genau. Das war jetzt mal ein einfaches Beispiel dazu. Und ja. Da ist eine Frage genau dazu. Können Sie eigentlich die Fragen sehen? Ansonsten. Sehen mal, ach so, yep, Moment. Ja, weil das passt gerade dazu, glaube ich. Okay. Aber die Fragen sehe ich jetzt gerade nicht. Nein? Okay, dann warten Sie kurz. So. Sollte aber jetzt möglich sein. Also die Fragen müsste ich ja unter dem Reiter Fragen sehen, gehe ich mal von aus, aber hier wird nichts weiter angezeigt. Also Frage, alles okay. Ach so. Also die Rechte haben Sie jetzt dazu, deswegen sollten Sie eigentlich. Ach so, dann okay. Die Fragen. Stimmt es, dass MT4 in einigen Monaten bzw. nächstes Jahr eingestellt werden soll, sodass nur noch MT5 weiter gepflegt wird? Das war eine Frage. Genau, das haben Sie schon beantwortet auch. Ach so, ja. Aber vielleicht können Sie auch was dazu sagen. Also ich habe von der Einstellung her, also dass MT4 eingestellt werden soll, jetzt nichts weiter gehört. Würde ich auch komisch finden, wenn es nicht groß angekündigt wird, weil es halt noch sehr viele MetaTrader 4 Nutzer gibt. Genau. Jedoch kann man halt schon einen großen Umschwung erkennen, dass halt die Masse sich so langsam überschwenkt auf MetaTrader 5 und wenn man jetzt einsteigen will in die Programmierung von Handelssystemen, dann könnte ich eigentlich schon fast empfehlen, lieber auf MetaTrader 5 zu gehen, weil ja da in der Zukunft dann halt mehr Leute hingehen und das einfach massenkompatibler wird. Im Moment denke ich, dass halt der Großteil noch bei MetaTrader 4 ist. Der Unterschied zum MetaTrader 5 ist, ja, dass die Programmierung halt ein bisschen anders ist. Also da ist die Struktur anders, es ist objektorientiert und wenn man jetzt halt anfängt, dann ist es bestimmt genauso schwer. Also es wird sich halt nichts ändern, aber es wäre ärgerlich, wenn man erst MQL4 Programmierung lernt und dann MQL5, würde ich mal sagen. Okay, dann gibt es hier noch eine Frage. Warum steht in den Return-Anweisungen das Argument in Klammern und nicht in und in der zweiten nicht in Klammern, also bei init failed. Das ist eigentlich egal. Ich kann das mal kurz probieren. Das sollte eigentlich nichts verändern. Kompilieren. Genau, also es ist erfolgreich kompiliert. Jetzt gucken wir mal, ob das auch geht. Kleinen Moment. Also meiner Maus ist gerade die Batterie alle geworden, das ist ein bisschen blöd. Okay, so den alten Experten entfernen. Und den neuen werden wir jetzt einfach mal auf den Chat anwenden. 1000 hat er und es ist initialisiert, also macht keinen Unterschied. Das heißt, ob man also Klammern drum hat oder nicht, das ist eigentlich egal, weil ja, ich glaube, wenn ich das jetzt tiefer erklären würde, dann würde das so ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen, aber man kann sich halt erstmal akzeptieren, dass die Klammern egal sind am Anfang. Genau. Okay, gab es jetzt hier noch weitere Fragen? Können MT4 EAs auf MT5 weiterverwendet werden? Nee, das geht leider nicht. Die sind untereinander nicht kompatibel. Es gibt auch keine Konvertierungsmöglichkeiten, das muss dann einfach von Grund auf programmiert werden. Und ja, genau. Dann würde ich jetzt hier kurz weiter. Wir haben aber Ja? vom Metacode aber tatsächlich auch die Info bekommen, dass sowas auch in Planung ist.
Also Oh, super. komplexe EAs werden natürlich, denke ich sag mal, automatisiert nicht ja, in MT5 entsprechend umgeschrieben werden können. Aber ich denke mal, so einfache Indikatoren oder Skripte oder sonstiges sollte dann möglich sein. Das wäre super. Soll auch den Umstieg natürlich dann auch irgendwann leichter machen. Genau. Okay. Dann schaue ich mal kurz meine Aufzeichnung. Genau. Dann kommen wir jetzt mal zum sehr wichtigen Teil. ursprünglich wurden ja drei Funktionen autogeneriert, die onInit, die onDInit und die onTick. Die ersten beiden hatten wir quasi schon, hatte ich gerade schon erläutert. Und jetzt kommen wir zur onTick-Methode. Das ist eigentlich so die wichtigste in der Handelssystemprogrammierung. Die onTick-Funktion ist eine Event-Funktion und die wird jedes Mal zu dem Event aufgerufen, wo es einen neuen Tick gibt. Also wo es halt eine Preisänderung gibt oder irgendwie einen Umsatz, wo sich also wo sich der Kurs einfach verändert. Und das ist ja halt so der Kernpunkt, wo Handelssysteme aufgerufen werden. Normalerweise ist ja dann der Ablauf so, dass man irgendwie eine Logik hat, wo man vielleicht ein paar Indikatoren überprüft. Und sobald sich jetzt der Preis ändert oder halt eine Candle abgeschlossen ist, möchte man ja halt seine Logik wieder durchlaufen. Und man möchte ja wieder überprüfen, ob jetzt irgendwie seine Kriterien eintreten, die jetzt so nötig sind für einen Handel, oder ob seine Kriterien, seine Handelskriterien jetzt noch nicht erfüllt werden. Aber die eigentliche Berechnung, die wird halt in der Methode dann einfach aufgerufen. Und dementsprechend werde ich jetzt mal in der Methode was Neues hinzuprogrammieren. Und zwar auch eine neue Funktion, die Alert-Funktion. Das ist halt sowas ähnliches wie printf, nur dass man so einen Pop-up hat, der dann einfach aufploppt und die Nachricht zeigt und nicht, dass man in der Terminal-Ansicht nachschauen muss. Genau. So, nach der Änderung muss man es wieder kompilieren. Und, oh, jetzt sieht man schon, es wurde gerade schon auf den Chart drauf, also war schon auf den Chart angewandt. Ich lösche das jetzt nochmal kurz. Hier auch nochmal die Ausgaben von eben. So, jetzt ist es initialisiert und man sieht jetzt hier, dass jedes Mal, wenn sich hier irgendwie die Zahl verändert, also von dem aktuellen Close-Preis, dass dann halt die Alarmbox aufploppt und einfach eine Ausgabe macht mit ein neuer Tick. Genau. Dann entferne ich den EA kurz mal wieder. Und an der Stelle würde ich jetzt nochmal kurz die onTick-Methode etwas ausbauen. Und zwar würde ich jetzt mal so weit gehen, dass wir halt den aktuellen Kurs auslesen. Also jedes Mal, wenn halt der Tick kommt, dann möchte ich wissen, was ist denn jetzt der aktuelle Close-Preis oder was ist denn jetzt der aktuelle Open-Preis von der Candle, die jetzt gerade aktuell ist. Deswegen nehmen wir uns die Alert-Methode und verändern die mal ein bisschen, dass wir sagen Close so, das wäre der aktuelle Close-Preis und das will ich mal kurz erläutern und zwar gibt es hier eine Variable, die heißt Close und dort kann man quasi den aktuellen Close-Preis abfragen.
Der aktuelle Close Price ist quasi der neueste Close Price und der neueste ist dementsprechend die Null. Also man muss sich diese Art von Variable so vorstellen, dass sie halt ganz, ganz viele Schubladen hat. Ich sag mal, man könnte sich so eine unbegrenzte Anzahl von Schubladen vorstellen. Und die nullte Schublade ist beispielsweise ganz oben. Und da wird jetzt immer wieder der aktuellste Close Price reingepackt. So. Und sobald ein neuer Close Price kommt, dann wird einfach der aktuellste ganz oben reingepackt und alle anderen rutschen halt ein Stück nach unten. So dass man dann halt auf den vorletzten Close Price würde man einfach mit einer 1 drauf zugreifen und auf den davor mit einer 2. Aber wie gesagt, der aktuellste hat halt die Schublade 0, weil er ganz oben ist. Und das würde ich jetzt mal kurz ausgeben lassen, indem man es einfach mal kompiliert. Genau. Dann anwendet auf den Chart. Und jetzt sieht man hier in der Ausgabebox jedes Mal den aktuellen Close Price. Den kann man jetzt auch mit dem hier vergleichen. Der sollte quasi immer übereinstimmen. Und da sieht man auch, dass es halt der gleiche ist. Dann gibt es halt noch mehr Variablen, wie ich das ja gerade schon mal kurz angeschnitten habe. Kann man ja auch auf Open, High, Low und Close zugreifen. Das muss ich jetzt mal kurz machen. Und da herrscht eigentlich so das gleiche Prinzip. Also man hat hier den Open. Man muss darauf achten, dass in der Variable die Groß- und Kleinschreibung auch beachtet wird. Das heißt, der erste Buchstabe in dieser Variable wird immer groß geschrieben. Open, High. Dann haben wir noch das Low. Und den Close. Das Ganze wird dann wieder kompiliert. Und nochmal kurz zur Nebeninfo, wenn ich hier auf Kompilieren drücke und der Chart und der EA ist auf den Chart schon angewandt, dann wird er halt aktualisiert. Das heißt, man muss ihn eigentlich nicht nochmal löschen und neu darauf anwenden, sondern er wird aktualisiert und dementsprechend sieht man jetzt hier halt schon die Ausgaben. Jedes Mal, wenn jetzt hier ein neuer Tick kommt, dann wird die OnTick-Methode aufgerufen und in der OnTick-Methode machen wir nichts anderes, als dass wir eine Alarmbox ausgeben mit der Funktion Alert und in dieser Funktion basteln wir uns einfach einen String zusammen, der gibt uns dann halt den Open, also den aktuellen Open, den aktuellen High und Low und Close aus und das können wir dann hier dementsprechend sehen. Wenn wir jetzt mal schauen, in der aktuellen Candle, dann sieht man ja hier unten rechts in den Feldern die aktuellen Werte. Die kann man jetzt gerne mal vergleichen. Da sieht man, dass die halt alle übereinstimmen. Genau. Und dann würde ich jetzt noch mal zum letzten Schritt übergehen. Das ist auch so ein bisschen Basis für Handelssystemprogrammierung, worauf ja dann die nächsten beiden Seminare eingegangen wird. Das ist jetzt einfach mal das Auslesen von einem Indikator. Und zwar haben wir jetzt einfach vor, dass wir in der OnTick-Methode schauen wollen, was ist denn jetzt der aktuelle Wert vom SMA über die letzten 14 Perioden. Genau. Und wie ihr wisst, der SMA hat ja halt einen Komma in der Zahl, das heißt, wir brauchen eine Variable mit dem Datentyp Double, wo wir das Ganze drin speichern. Und jetzt haben wir quasi schon die Variable angelegt, wo das Ganze drin gespeichert werden soll und jetzt müssen wir noch den Wert auslesen. Und dafür gibt es
eine Funktion, die heißt IMA. Und eine Funktion ist ja quasi nichts anderes als wie jetzt die, diese on-tick-Sache oder die on-init oder on-deinit-Sache. Es ist einfach eine Programmroutine, die aufgerufen wird und der Benutzer bzw. der Programmierer hat die Möglichkeiten, hier halt ein paar Parameter mit anzugeben. In der on-init-Funktion zum Beispiel gibt es halt keine Parameter, die mit angegeben werden müssen. Bei dem IMA macht es aber natürlich schon Sinn aus dem Grunde, weil man muss ja halt wissen, was für einen SMA möchte man dann überhaupt benutzen. Also möchte man jetzt den SMA der letzten 14 Perioden haben oder der letzten 13 Perioden und von welchen Zeiten dabei will man den und auf welchen Asset überhaupt. Deswegen muss man das ja alles so genauer definieren und ich fange jetzt einfach mal an damit. Hier oben hat man auch eine Hilfe, da steht halt constString symbol. Hier hätte man jetzt die Möglichkeit, ein Symbol anzugeben, aber da der Expert ja auf einen Chart angewendet ist, hat man auch die Möglichkeit, den Wert null einzugeben und das heißt dann so viel wie, man will als Symbol das aktuelle Symbol auf, also von dem Chart, der unter dem Expert liegt. So ähnlich ist das auch mit dem Zeitintervall. Man sieht jetzt hier wieder das in Timeframe dick gedruckt zu stehen. Das ist der nächste Parameter. Da könnte man jetzt auch sowas angeben wie eine Stunde oder vier Stunden oder drei, also oder auf Tagesbasis. Aber wenn man eine 0 angibt, dann heißt das auch, dass man den aktuellen Zeitintervall von dem Chart benutzen möchte. Das heißt jetzt, die ersten beiden Parameter wären jetzt in unserem Fall Euro-US-Dollar, weil da der Chart, der EA drauf läuft. Und das Zeitintervall ist halt H1. Das wird dann automatisch mit übergeben. So. Dann hat man halt die Anzahl der Perioden. Das hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Das, da nehmen wir einfach mal die 14. Dann kommen jetzt dann ein paar Parameter, die würde ich jetzt nicht weiter erläutern erstmal. Also das würde ich jetzt erstmal so hinnehmen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich kann dazu nur noch mal sagen, es gibt eine Webseite von MQL4, die heißt MQL4, also docs.mql4.com, die zeige ich mal kurz eben. Mit Bindestrich funktioniert das natürlich nicht. Und hier sind die ganzen Sachen auch nochmal alle so ein bisschen erklärt. Da muss man, am besten ist immer, man googelt so ein bisschen nach dem, was man braucht. Und dementsprechend gibt es auch zu jeder Funktion eine Dokumentation, wo die ganzen Parameter alle erläutert sind. Also hier hat man jetzt genau die Funktion, die wir gerade aufrufen, mit den ganzen Input-Sachen. Und hier unten sieht man dann in den Texten, was das eigentlich alles so für eine Bedeutung hat. Da muss man sich dann vielleicht mal ein bisschen durchlesen. Oder man ergoogelt sich einfach ein paar Beispiele. Ich würde es jetzt einfach an der Stelle mal so stehen lassen und so ausfüllen quasi, dass wir den 14er SMA vom gleichen Asset und gleichen Zeitintervall nehmen würden. Mode SMA. Ist close. So. Ist das so richtig? Ne. Jetzt mal kurz rauskopieren. Noch ein Schreibfehler mit drin. Okay, jetzt funktioniert das. So. Und genau, an der Stelle haben wir jetzt den aktuellen Wert des SMAs in der Variable gespeichert. Und jetzt hatten wir noch den Plan, dass wir das zusätzlich noch ausgeben.
Und fehlt noch ein Plus. Genau. Jetzt warten wir auf einen neuen Tag. Beziehungsweise können wir auch schon mal im Hintergrund den SMA mal rüberlegen, um dann zu sehen, dass es auch wirklich stimmt, was ich hier sage. Und man sieht jetzt hier halt in der Alertbox den aktuellen Wert des SMAs mit ziemlich vielen Nachkommastellen, wobei uns jetzt nur die ersten 4 bzw. 5 Nachkommastellen interessieren. Und wenn man jetzt wieder hier unten, beziehungsweise hier sieht man es auch in dem Datenfenster, was der Wert ist, wo die Maus gerade drüber liegt. Wenn man das vergleicht, dann sieht man, die 1,12449 stimmt auch mit dem überein, was uns jetzt in der Alertbox ausgegeben wird. Und genau, das ist halt erstmal so ein bisschen Grundlage vorbereiten für die nächsten Webinare, wo es dann ein bisschen mehr zur Sache gehen wird, weil da ist dann halt nicht nur das Auslesen der Daten wichtig, sondern da geht es dann halt zur Verarbeitung der Daten. Also wenn man halt ein Signal generieren will, dann muss man natürlich irgendwo die Daten auslesen und wissen, wo steht denn jetzt der SMA, aber wenn man ein richtiges Signal haben will, dann muss man ja natürlich auch überprüfen, ob der aktuelle Close jetzt über dem SMA liegt oder ob der Close vor 2 Candles unter dem SMA liegt und jetzt aber da drüber liegt und solche Sachen beispielsweise. Und ich denke, dass das jetzt für heute erstmal ein ganz guter Einstieg war und ja, an der Stelle reicht. Genau. Also dann noch würde ich mal sagen. Eine Frage ist da noch. Ja, dann würde ich jetzt erstmal noch die Fragen beantworten. Abschließend, genau. Ups, kleinen Moment mal. Okay. So. Wieso funktioniert der EA, obwohl Auto-Trading noch aus ist? Ich glaube, das mit dem Auto-Trading ist halt nur das Ordern an sich wird da überprüft. Also das Out-Trading ist halt in dem Falle von dem Skript, beziehungsweise das ist halt für bestimmte Funktionen wichtig, dass es da überprüft wird, aber sobald man jetzt nicht richtig handelt, sondern irgendwie nur die Daten ausliest, wie wir das jetzt gemacht haben, Open, High, Low, Close, wird das nicht berücksichtigt, soweit ich weiß. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Achso. Ne, das war es dann auch schon, das war die letzte. Also wenn Sie noch okay. eine Frage haben, dann jetzt nochmal ganz kurz, aber scheint jetzt auch nicht der Fall zu sein. Ansonsten würde ich noch mal kurz auf unsere Webseite verweisen, AlgoCamp an der Stelle. Ja, gerne. Okay. Ja, Leute, besucht uns auf unserer Webseite AlgoCamp. Sie ist eigentlich ziemlich modern aufgebaut. Wir haben viele Sachen im Angebot. Wenn ihr Ideen habt für Handelssysteme, aber nicht programmieren könnt, könnt ihr zu uns kommen. Wir programmieren eure Regeln in einem Handelssystem für den MetaTrader oder NinjaTrader oder auch Individuallösungen an anderen Brokern wie TBS und so weiter. Wir haben schon fertige Handelssysteme für Leute, die sich jetzt nicht so doll mit dem Trading auseinandersetzen, aber trotzdem irgendwie gerne traden würden und das halt mit sehr wenig Zeitaufwand. Da haben wir beispielsweise den FX-Lunch am Start, den könnt ihr euch alle ansehen. Der ist schon mit relativ wenig Kapital handelbar. Dann haben wir auch noch aktuell einen Indikator, das ist der Power Candle-Indikator. Der ist relativ neu bei uns auf der Seite. Und ja, dann haben wir auch noch andere Tools bzw. andere Sachen, die jeder Trader braucht für Trading-Systeme. Und zwar zum Beispiel Trading-Server, wo man dann einfach von jedem Ort drauf zugreifen kann. Man braucht nur eine Internetverbindung. Irgendwo muss ja das Programm natürlich laufen. Und ansonsten schreibt euch ein für den Algo-Letter. Schreibt euch ein, wenn ihr irgendwie
informiert werden wollt, wenn wir neue Produkte rausbringen. Das wird jetzt auch bald der Fall sein. Ich denke mal, in den nächsten Wochen wird jetzt, werden ein, zwei neue Handelssysteme bei uns am Start sein. Da ist schon was in der Pipeline. Und ja, wir haben auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr uns liken. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns jederzeit an. Wir sind immer für euch da. Ja, wunderbar. Der nächste Termin für die Webinarreihe wird der 31. Oktober sein. Bitte entsprechend anmelden, wenn Sie es noch nicht getan haben. Ansonsten bedanke ich mich für die Teilnahme, für die zahlreiche Teilnahme und natürlich auch an Herrn Lücke für das Webinar heute. Da ich habe sogar einiges verstanden. Also würde ich sagen, gut erklärt. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend noch. Und ja, Herr Lücke, Sie haben das letzte Wort. Ja, super. Ich bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuhören und für die Möglichkeit, hier ein Webinar zu geben und wünsche allen noch eine weitere schöne Woche. Tschüss. Tschüss.